Jo Leute, herzlich willkommen zur Hotlap von Imola oder von der Emilia Romana. Abonniert gerne den Channel kostenlos. Wir sind ein bisschen später heute dran, aber deswegen können wir auch ein bisschen über das Rennen reden. Was für eine tolle Strecke mit einer sehr traurigen Geschichte natürlich 1994, Senna Ratzenberger. Das Debüt gab es hier 1980, 4909 Meter ist eine Runde lang, also ja, eher so länger schon. 19 Kurven, 9 rechts und 10 links. Michael Schumacher hat die meisten Siege hier mit 7 und ja, heute waren es 63 Runden, die ja schon ein bisschen was in sich hatten, aber teilweise zugegeben auch langweilig war. 19 Kurven hier nochmal, eine DRS-Zone gibt es nur auf Start und Ziel. Eigentlich auch die erste Kurve natürlich mit inbegriffen, die Tamburella-Kurve, die ja entschärft wurde, hat man, ist ja schon die zweite und dritte und vierte Kurve. Und hier geht's nun los. Mit dem Ferrari natürlich standardgemäß auf der Heimatstrecke aus der letzten Kurve raus. Nein, eigentlich ist das hier die letzte Kurve. Kurve 19 mit DRS geht's hier voll durch. Man fährt ab Kurve 18 eigentlich alles Vollgas bis Kurve 2. Kurve 1 sind wir schon durch. Nur dieser Rechtsknick, den kann man Vollgas, ganz easy going Vollgas nehmen. Dann kommt die ehemalige Tamburella. Schikane ist es jetzt und Kurve 4. Eine sehr tolle Kurve, sehr tricky, weil man verpasst hier oft den Scheitelpunkt. Sorry für das Laggen, das ist das fertige Formel 1 2021 Game. Also no front oder so, aber ich hoffe 22 wird besser. Jetzt geht's raus hier in eine fast gleiche Schikane nochmal. Die 5er und 6er, für mich eigentlich eine fast Kopie davon. Aber mag ich ein bisschen mehr, die Kurve 5 und 6. Hier Kurve Nummer 7, Villeneuve-Kurve, eine sehr tolle Kurve. Ein bisschen tricky zu fahren, beim Rausbeschleunigen nehme ich immer gerne ein bisschen mehr Flügel mit. Das kann man sich auch auf dem Wing an sich besser ansehen, hier viel Flügel mitgenommen. Im Regen heute wäre es undenkbar gewesen, so weit da rauszufahren. Und weiter geht's Richtung Kurve Nummer 8. Ein Knick, den kann man wieder Vollgas nehmen. Hier gab es einen Unfall im Sprint zwischen Gasly und Yuki Tsunoda und Su. Und hier genau fast die Track Limits überschritten, aber doch noch drin. Die Kurve 10 fährt man wieder mit und jetzt geht's los. 11, 12 und 13 ist eine verdammt coole Kombination. Wirklich, ich mag die Kurve sehr. Hier haben wir nochmal den kompletten, fast schon einen Sektor lang mit den ganzen Kurven. Aber ja, die Kurve ist ziemlich cool. Man wird aber teilweise echt bestraft, wenn man hier diese Sausage Curbs überfährt. Dreht sich verdammt leicht weg. Deswegen Finger weg von den Sausage Curbs. Gerade links außen verleitet eigentlich dazu, dass man weiter rausgeht. Aber dann denkst du so, lass mir was gut sein. Und hier nochmal für die Lenkradansicht. Hier ganz so. Ich bin die ganze Runde auch in dieser Ansicht gefahren. Dachte mir, aber ich tue euch das nicht an, weil so bekommt man nicht so viel von der Strecke mit. Und jetzt geht's hier Kurve 14, 15, hier kann man echt Zeit gut machen und da waren die Track Limits verdammt nah, oder verdammt knapp hier und zack, voll drüber brettern über diesen Curb. Guckt euch das hier mal an, ganz ganz knapp waren wir da in den Track Limits drin. Ich mag die Kurve, die ist echt cool. Man kann hier im Rennen gut Zeit gut machen, aber natürlich auch leider viel Zeit verlieren, wie auch Charles Leclerc hier leider hatte. Es war ein cooles Rennen heute, verdammt langweilig. Gerade der Start war interessant und dann dieses Werfwechsel wann. Und ja, trotzdem, eigentlich gab es nicht viel Überholmanöver, das war mir auch von Anfang an klar. Und hier ins kleine Motodromo, in diese letzten zwei Kurven, eigentlich 1:1 die gleiche Kurve. Und das war schon eine Runde hier muss auch hier aufpassen, gerade bei der zweiten, da ist das Kiesbett echt nah am rechten Vorderreifen. Das war schon eine Runde hier in Imola. Ein toller Grand Prix heute, man muss natürlich zugeben, ein bisschen langweilig war dabei. Paris hat ein bisschen so den Mexican Minister of Defense wieder gemacht, das finde ich unsportlich. Schaut gerne auf TikTok vorbei für mehr. Und natürlich kommt morgen das Recap und das Mega-Season-Rennen. Abonniert gerne dafür und lasst gerne einen Daumen da. Und morgen im Laufe des Tages werden wir viel mehr machen auf TikTok. Könnt ihr auch gerne vorbeischauen. Ciao.